Wir stehen vor Gott im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes sei mit euch. Liebe Agnes, liebe Familie Niermann, liebe Schwester Michaela, liebe Angehörige, liebe Gemeinde. Heute müssen wir Abschied nehmen. Abschied nehme nicht von irgendjemandem, sondern von einem großartigen Menschen, der 50 Jahre lang als Priester und Freund gewirkt und gelebt hat. Davon weit über 40 Jahre hier in Ebenbüren. Wir müssen Abschied nehmen von Clemens Niermann. Die Tatsache, dass so viele heute gekommen sind, um von ihm Abschied zu nehmen, um mit ihm noch einmal gemeinsam die Eucharistie zu feiern, ist ein großartiges Zeichen dafür, welche Wertschätzung er bei ganz vielen Menschen hier in Ebenbüren genossen hat, aber auch, was wir in Ebenbüren durch seinen Tod verloren haben. Am 18. März hätte er sein goldenes Priesterjubiläum feiern können. Und wer Clemens kannte, weiß, er war Priester und Freund der Menschen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all seiner Existenz. Ein Mensch, der sehr unkonventionell war. Wenn er etwas für sich als richtig erkannt hatte, dann ist er diesen Weg gegangen, konsequent und geradlinig, wie es sein Naturell war. Auf dem Liedheftchen für seinen Gottesdienst finden wir ein Bild, das Clemens selbst entworfen hat. Dieses Bild, das deutlich macht, was ihm ganz wichtig gewesen ist. Nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame zu sehen, das Gemeinsame der abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Er hat als Brückenbauer gelebt und gewirkt und es war ihm ganz wichtig, das Gemeinsame zu suchen, zu stärken und gemeinsame Wege zu suchen und zu gehen. Wir feiern Eucharistie. Wir feiern das Geheimnis von Tod und Auferstehung. Ein Geheimnis, das Clemens Leben und Wirken geprägt hat. Und das Geheimnis, das wir jetzt feiern und wo wir hoffen, auch wenn Clemens nicht mehr sichtbar bei uns sein wird, wissen wir ihn geborgen und getragen in Gott. In diesem Vertrauen, in dieser Hoffnung feiern wir jetzt Eucharistie für Clemens.